Hallo, herzlich willkommen zu unserem heutigen Thema Projektion. Projektionen kennen wir natürlich rein aus der Technik, von der Optik her, ein Bild auf eine Leinwand zu projizieren, aber die Leinwand bleibt natürlich Leinwand, egal welcher Film auf ihr abgespielt wird. Von der Psychologie her kennen wir es in dem Moment, und das wird jedem von uns schon mal passiert sein, dass wir bestimmte Gefühle, bestimmte Haltungen oder Regungen auf einen anderen Menschen projizieren, zum Beispiel Aggression oder auch Schwere oder Traurigkeit oder auch, dass wir von einem Menschen uns nicht gesehen oder wahrgenommen fühlen. Hier ist es natürlich ganz klar, immer zu schauen, inwieweit sind wir im Projektionsbereich und inwieweit ist natürlich auch tatsächlich, wenn wir von Kommunikation sprechen, sind natürlich immer zwei beteiligt, Sender und Empfänger. Inwieweit ist es tatsächlich auch das Gegenüber und inwieweit stimmt unsere Wahrnehmung? Das aber noch einmal an anderer Stelle. Wenn wir von der Projektion ausgehen, dann ist es so, dass wir unbewusste Gefühlsinhalte, die wir selber in uns tragen, auf eine andere Person, auf eine andere Situation projizieren und selber für uns nicht merken, dass wir vielleicht selbst so aggressiv sind, wie wir bei dem anderen wahrzunehmen glauben. Beziehungsweise, dass wir uns selbst nicht so achten, wahrnehmen, anerkennen, uns Glauben schenken, uns respektieren, wie wir das von unserem Gegenüber vielleicht gerade erwarten. In diesem Projektionsbild ist es natürlich so, dass der betroffene Mensch, der jetzt in dieser Projektion lebt, also der das Bild auf den anderen wirft, die Chance sich selber nimmt, in dem Gegenüber das zu sehen, was real ist. Also wenn jemand im Gegenüber total ruhig, gelassen und ganz reflektiert und ganz bei sich ist, wird das aus dieser Projektion unter Umständen natürlich nicht gesehen und er wird als besonders aggressiv, besonders impulsiv oder abwesend oder irgendwas anderes betrachtet und wahrgenommen. Das heißt, diese Projektion jetzt von dem anderen runterzunehmen, ist die große Kunst. Und das kann natürlich nur passieren, wenn der projiziert, hier auch eine Offenheit mitbringt, dass im Dialog möglich ist, das nötige Wissen darüber natürlich auch vorhanden ist. Aber gerade in der Arbeit auch mit betroffenen Menschen oder auch Betroffene untereinander in Selbsthilfegruppen oder anderen Zusammenkünften, da ist natürlich dieses Feld ein ganz besonderes, weil gerade in der Öffnung, wenn wir über traumatisierte Erfahrungen sprechen, es natürlich so ist, dass wir an dieses innere Kind in uns herankommen. Wir teilen uns vielleicht gerade mit unserem intimsten, sensibelsten Teil und möchten natürlich von unserem Umfeld entsprechend wahrgenommen werden. Wir möchten gesehen werden, wir möchten aufgefangen werden und so weiter. Und wenn dieses sich jetzt nicht erfüllt und nicht, also diese Erwartung nicht erfüllt wird, ist es sehr schnell so weit, dass es in die Projektion kommt oder auch wenn in einer Gruppendynamik oder in einem Gespräch irgendwas angesprochen wird, was für den Menschen unangenehm ist, was vielleicht einfach auch einen wunden Punkt berührt, dann ist die Frage, inwieweit hier auch diese Schutzmechanismen hochgefahren werden, derjenige in die Abwehr geht und dann auch daraus in diese Projektion kommt, dass der andere jetzt eine, ja, durch seine Äußerung ihn verletzt hat, dass er tatsächlich jetzt zu forsch, zu ja, vielleicht sogar grenzüberschreitend sich verhalten hat und erkennt dabei nicht den helfenden Aspekt als Beispiel. Oder dass das einfach nur eine Meinung von vielen ist, die man stehen lassen kann.
An all diesen Beispielen wird also sichtbar, dass es unbewusste Konflikte sind, die hier auf einen anderen Menschen projiziert und gegebenenfalls sogar auch übertragen werden, wenn das Gegenüber diese Projektion annimmt. Und was hier zum Tragen kommt, ist eben dieser traumatisierte Anteil in einem Menschen, das traumatisierte Kind, was wir in uns tragen, was in dem Gegenüber jetzt eine Erwartungshaltung reinprojiziert, die man vielleicht gerne damals von seiner eigenen Mutter, von dem eigenen Vater, von dem Nahfeld gehabt hätte, um hier diese Gefühlswelt zu bekommen, die man sich jetzt verspricht und wo dieses Defizit einfach da ist. Sie sehen also, dass hier es ganz doll wichtig ist, sich mit dem Thema Projektion auseinanderzusetzen, einerseits von der Helferseite, um unterscheiden zu können, dass das Ganze nichts mit einem persönlich zu tun hat, was schon auch sehr, sehr wichtig ist für die Arbeit mit betroffenen Menschen und überhaupt im Kontakt auch mit Menschen, auch im privaten Umfeld, weil man damit natürlich sehr viele Spannungsgeschichten, sehr viele Streitigkeiten vermeiden kann, um einfach hier diese nötige Distanzierung, die Abgrenzung einfach für sich zu finden. Und in der Arbeit mit traumatisierten Menschen ist es ein, wie gesagt, sehr spannungsgeladenes Feld, weil es da sehr, sehr schnell dazu kommen kann durch diesen traumatisierten Anteil, durch dieses innere Kind, was sehr starke Defizite hat und wo einfach ein traumatisierter Mensch oftmals noch nicht imstande ist, natürlich sich selber aufzufangen und auch unter Umständen im Aufarbeitungsprozess natürlich an gewisse Bewusstseinsinhalte rankommt, wo diese Projektion einfach dann da ist und anhand dieser dann sichtbar werden kann und gemacht werden kann, wie derjenige sich eigentlich wirklich innerlich fühlt. Denn Projektionen können auch eine Hilfe sein, um eben das sichtbar zu machen, was man selbst in sich nicht wahrnehmen möchte. Aber diese gestauten Gefühlswelten sich natürlich auf diese Art und Weise in dieser Form einen Ausdruck im Außen verleihen und sich auch diesen Raum nehmen. Das heißt, die gestauten Gefühlswelten, die wir in uns tragen als traumatisierter Mensch, lassen sich nicht hundertprozentig verdrängen. Wir können zwar alles dafür tun, dass wir das nicht wahrnehmen und damit auch die Verantwortung nach außen geben, indem wir auch in eine Haltung vielleicht geraten, dass wir sagen, nicht wir haben jetzt die Verantwortung dafür, dass wir mit bestimmten Menschentypen nicht klarkommen, sondern das sind immer die gleichen Personen, die mir gegenüber sich aggressiv verhalten. Das kann möglich sein, aber tatsächlich ist eben immer auch die Frage, inwieweit trage ich meinen Teil dazu bei, dass sich immer wieder diese gleiche Situation wiederholt und inwieweit lebe ich unbewusst vielleicht in einem Projektionsfeld, in einer Projektionssituation, dass ich genau eben diese Menschentypen, die mich vielleicht auch an bestimmte Personen erinnern, die mir auf eine Weise wehgetan haben, sodass ich in eine Abwehrhaltung gehe und automatisch aus dieser Schutzhaltung heraus eher in die aggressive Haltung gehe und damit auf diese Menschen raufprojiziere, das sind meine Feinde, obwohl sie es gar nicht sind, obwohl sie nicht dafür verantwortlich gewesen sind für das, was man mir angetan hat, dass sie vielleicht einen ähnlichen Typus haben und der mich daran erinnert, das mag sein, aber hier eben diese Unterscheidung wieder hinzukriegen, im Bewusstsein zu unterscheiden, dass es eine Projektion ist, beziehungsweise dass ich aus dem inneren traumatisierten Anteil heraus reagiere und damit keine objektive Wahrnehmung habe. Im umgekehrten Fall natürlich kann es mir genauso passieren, dass mein Gegenüber auf mich projiziert, also auf mich ein Bild wirft, dem ich gar nicht entspreche und was nicht der Wahrheit entspricht, nicht der Realität entspricht. Hier ist es natürlich so, dass man schauen muss, dass man da
natürlich bei sich bleibt, dass man sich nicht irritieren lässt, dass man diese Projektion nicht annimmt, also nicht darauf einsteigt in diese Gefühlswelt und genau aus dem Gefühl heraus reagiert, was der andere auf einen drauf projiziert, weil dann würde man ja auch noch das erfüllen, sodass der andere sich also hier auch bestätigt sieht und dann haben wir natürlich ein Konflikt, der sich unter Umständen hochschaukelt und immer schwerer wird, natürlich zu lösen. Das heißt also, wenn ich es erkennen kann, dass es eine Projektion ist, beziehungsweise auch vielleicht einen Moment einfach innehalte und einfach schaue, okay, das ist jetzt die Wahrnehmung und in sich selbst diese Reflexion zu finden und die Fähigkeit dazu zu haben, zu erkennen und zu unterscheiden, okay, ist das jetzt wirklich so? Habe ich jetzt wirklich zu aggressiv, zu streng, zu klar, zu auf eine Art und Weise falsch reagiert? Also habe dem anderen damit, weil er fühlt sich ja dann in dem Moment in der Regel auch durch mich selbst verletzt oder auf irgendeine Art und Weise irgendwie provoziert. Und hier diese Innenschau zu halten, war das wirklich so oder ist das nicht der Fall? Und sich dann aus sich selbst heraus zu verhalten und natürlich das gerade zu stellen, so der andere hier natürlich gesprächs- und kommunikationsbereit ist und das zulässt. Und dann lassen sich solche Dinge in der Regel auch sehr gut wieder lösen und auch hier gerade jetzt auch in der Arbeit mit Menschen oder auch im Austausch mit Menschen, die auch auf dem Weg sind, sich näher zu sich selbst zurückzuentwickeln, ist das natürlich auch eine gute Übung, um hier auch eine gewisse Konfliktfähigkeit wieder aufzubauen. Denn auch das ist natürlich eine Sache, die traumatisierte Menschen in der Regel kaum gelernt haben, dass es eine gesunde Streitkultur gibt, dass es auch gesund ist, sich auch zu kritisieren auf eine konstruktive Art und Weise und natürlich nicht auf eine destruktive Weise. Und da ist dieses Wissen um Projektionen natürlich sehr, sehr wichtig, dass es sich hier einfach um alte Verletzungen, um alte Wunden handelt, die auf einen Menschen draufgeworfen werden aus der eigenen Wahrnehmung heraus und dass es hier sinnvoll ist für beide Seiten, bevor sich das Ganze zu sehr in eine Richtung entwickelt, wo niemand gerne hin möchte und wo unter Umständen es auch zu zusätzlichen Verletzungen am besten noch kommt, dass beide Seiten hier einfach einen Moment innehalten, einfach nochmal in sich selber schauen und dann nochmal in den eigenen inneren Dialog gehen, um dann miteinander zu sprechen, um die Dinge zu klären, um sich hier gegenseitig einfach auch weiter zu helfen und auch weiter zu entwickeln. Ich hoffe, ich konnte dieses doch sehr komplexe Thema, was natürlich viel, viel mehr Raum normalerweise braucht und worüber es natürlich viel, viel mehr auch zu sagen gibt, anhand dieser kleinen Beispiele, die sicherlich jeder aus seinem Leben auf eine Weise kennt oder auch aus Beziehungen kennt, ein bisschen näher bringen, ein bisschen besser vielleicht erklären für die, die hier sich nochmal zusätzliches Wissen aneignen wollen. Und na klar, freuen wir uns auf Fragen, auf Ergänzungen und auf eure Kommentare, wie ihr mit diesem Thema der Projektion für euch selbst vielleicht einen Weg gefunden habt, umzugehen, wie weit es für euch überhaupt möglich ist, das zu erkennen und zu differenzieren. Und sicherlich kennt auch jeder von uns beide Seiten, dass man selbst auf jemanden was projiziert hat und mit der Erkenntnis gesehen hat, hey, da bin ich einfach einen Schritt zu weit gegangen, da habe ich aus einem Gefühl heraus reagiert, was jetzt gar nicht zur Sache gehörte, aber die Situation hat das jetzt einfach in mir ausgelöst. Und gleichzeitig kennt man auch das Gefühl, wenn auf einen drauf projiziert wird und man das Gefühl hat, man ist ja in dieser Gefühlszange so ein bisschen drin und derjenige hat so diesen Fokus auf einen, wo es auch eine große Herausforderung unter Umständen sein kann, hier eine Klärung zu finden oder eben tatsächlich, wenn es keine Klärung gibt, solche Fälle gibt es natürlich, für sich einen Weg zu finden, hier loszulassen und trotzdem in sich zu ruhen und hier seine Mitte wiederzufinden und die Dinge auch dann stehen zu lassen im Zweifel,
um sich selbst zu schützen und den anderen am Ende natürlich auch. Ja, wie gesagt, ich freue mich sehr auf Kommentare und freue mich dann aufs nächste Mal. Bis bald. Tschüss.